Gibt es Geheimpatente? Müssen manche Erfindungen geheim gehalten werden? Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischirm und Partner und ich veröffentliche jeden Donnerstag ein neues Video rund um Patente, Marken und Designs. Und in diesem Video erkläre ich genau, ob es Geheimpatente gibt und ob man manche Erfindungen geheim halten muss. Um es kurz zu machen, ja, es gibt Geheimpatente. In diesem Video erkläre ich genau, was Geheimpatente sind, ob diese irgendwann vielleicht doch veröffentlicht werden, was das für den Patentanmelder bedeutet und vor allem, was das Büro 99 ist. Patente, die ein Staatsgeheimnis enthalten können, müssen beim Patentamt angemeldet werden. Die Prüfungsstelle meldet sich beim Patentanmelder innerhalb weniger Monate, wenn die Erfindung, die in dieser Patentanmeldung zum Patent angemeldet wird, ein Staatsgeheimnis enthält. Was ist aber nun genau ein Staatsgeheimnis? Im Strafgesetzbuch ist ein Staatsgeheimnis wie folgt definiert. Staatsgeheimnisse sind Tatsachen, Gegenstände oder Erkenntnisse, die nur einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind und vor einer fremden Macht geheim gehalten werden müssen, um die Gefahr eines schweren Nachteils für die äußere Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland abzuwenden. Dies betrifft vor allem Bereiche wie Wehr- und Rüstungstechnik, Kernenergie, Fälschungs- und Diebstahlsicherung für Wert- und Sicherheitsdokumente sowie Kryptologie. Die Geheimhaltung kann für Geheimpatente auch zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgehoben werden. Deshalb kann man sich ja auch Beispiele ansehen. Diese Patente findet man natürlich besonders in Bereichen, in denen es um Waffen geht. Und eine sogenannte IPC-Klasse, also ein technisches Gebiet, das sich mit Waffen beschäftigt, ist die IPC-Klasse F42B1-02, die Waffen wie Hohlladungen betrifft. Und die Definition dieser Klassifikation habe ich mal für alle Interessierten unter diesem Video verlinkt. Ein Beispiel aus der Zeit des Reichsgerichts ist ein Patent DE-767-145 für Gefäße zur Aufbewahrung von Hydrazinhydrat, einem Raketentreibstoff. Das Patent habe ich natürlich auch unter diesem Video verlinkt. Es gibt aber auch jüngere Beispiele im Patentregister. Die erkennt man in der Regel daran, dass der Anmeldetag und der Veröffentlichungstag nicht die üblichen 18 Monate oder kürzer beträgt, sondern wesentlich länger beträgt, dieser Zeitraum zwischen diesen beiden Zeitpunkten. So betrifft das deutsche Patent P3934041 ein Verfahren zur Bekämpfung eines Über- oder Unterwasserzieles und Unterwassersprengteil dazu und wurde 1989 angemeldet und erst 1993 veröffentlicht. Das Patent habe ich natürlich ebenfalls unter diesem Video verlinkt. Um als Patentanwalt solche Patentanmeldungen betreuen zu können, muss man zunächst als geheim eingestuft werden und eine Sicherheitsüberprüfung über sich ergehen lassen. Und vor allem muss man auch Vorkehrungen in der Kanzlei treffen. Man muss die Dokumente beispielsweise in einem bestimmten Tresor aufbewahren. Wenn ein Patent als geheim eingestuft wird, also ein Geheimpatent, dann wird das dem Patentinhaber innerhalb weniger Monate ab dem Anmeldetag mitgeteilt und er muss dann den Gegenstand dieser Patentanmeldung geheim halten. Patentanmeldungen im Ausland sind innerhalb des Prioritätsjahres dann nur unter ganz strengen Auflagen, wenn überhaupt, möglich. Dadurch, dass die Patente nicht veröffentlicht werden, kann der Patentinhaber diese Patente dann auch nicht durchsetzen. Und dafür entschädigt der Staat diesen Patentinhaber dann für diesen entgangenen Gewinn oder die entgangene Möglichkeit, seine Patente durchzusetzen. Aber was ist nun genau das Büro 99? Seit den 60er Jahren unterhält das Deutsche Patent- und Markenamt das Büro 99, wo alle diese Geheimpatente zusammenlaufen und zusammen verwaltet werden. Es gibt Gerüchte, dass das Büro 99 sich umbenannt hat. Ich weiß es eben nur vom Hörensagen von einem Patentanmelder, der eben mir das gesagt hat. Aber auf der Webseite kann man dazu nichts finden, dass sich da irgendwas geändert haben sollte. Also es hieß seit den 1960er Jahren Büro 99 und es könnte sein, dass es jetzt auch anders heißt. Ich hoffe, dass ich in diesem Video gut erklären konnte, was Geheimpatente sind. Wenn Sie neu in meinem Kanal sind und mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollen, dann abonnieren Sie doch meinen Kanal. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Kommentare und Fragen beantworte ich unter diesem Video. Und das Wichtigste zum Schluss: Ernten Sie die Früchte Ihrer Ideen.